Mikrofone sind offen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 22. Spieltag. Wir spielen das Samstagabendspiel bei vollem Sonnenschein, wie ich sehe. Erster FC Köln gegen Hannover 96 und ich bin mit Hannover zu Gast bei den Jecken in Köln beim Robert. Hallo. So, gerade eben auch wieder angesprochen gehabt, das Interessanteste derzeit um Köln, was in den Medien war, war natürlich wieder die Ausschreitung der Ultras. Leider. Unter dem Deckmantel des Karnevals, was sowieso ein absolutes Unding ist. Weil da wird dann neben den Fußballfans selber und dem Club auch noch gleichzeitig die degradiert, die teilweise auch mit Fußball gar nichts zu tun haben. Richtig. Also absolute Vollidioten. Das muss doch nicht sein. Dieser Pass übrigens auch. Das muss doch nicht sein. Auch sehr langsam. Aber er kriegt ihn trotzdem. Und dann lässt er den Ball liegen und läuft rum. Keine Geschichte. So, Kiyotake, warum ich Bittenkorb? Na, verdammt. Das weißt du nur. Ich habe den bisher auch in der Aufstellung noch gar nicht gesehen. Uiuiui, da habe ich mich wirklich um Zentimeter verrechnet. Was war das denn für ein Sprungversuch dorthin? Ja, der sterbende Schwan. Wenigstens ist er dabei nicht hingefallen. Und er hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist übrigens auch so ein Spiel, wo es mir persönlich schwerfällt, da einen Gewinner zu ermitteln. Also es wäre kein Spiel, wo ich persönlich drauf wetten würde. Ja. Das ist eins von diesen wenigen Spielen, die tatsächlich auf Augenhöhe sind. Da sage ich mal, müsste eigentlich der größere Sympathieträger gewinnen. Und wer ist bei dir? Köln. Definitiv, ja. Köln. Allein schon wegen den Fans. Ja. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Oh, schlag ihn doch bitte einfach weg. Aber es war für einen Bruchteil einer Sekunde, war sehr ruhig auf beiden Seiten. Ja, ja. Shit, ich dachte, den nehme ich im Lauf mit. Aber nix. Und das war's. Ist schon, ja. Aber hier sieht es schon wieder schwieriger aus. Also hier geht es wieder ganz stark mit großen Schritten dann wieder auf 0-0 zu. Na, ja, also entweder verliere ich mit 2 Toren Unterschied oder es wird 0-0. Hm. So, ich check mal ganz kurz eben meine Auswechselbank. Ach, na klar. Ja, was muss, das muss. Aber wie ich hier auch sehe, habe ich einen Leistungsträger auf der Bank gelassen. Herrn Bittencourt. Richtig. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, den Marcelo spielen zu lassen. Ich meine, der hatte ja immerhin ein Eigentor geschossen. Das war zwar jetzt nicht am letzten Spieltag, sondern mittlerweile am vorletzten. Ah ja, gut. Ich sag mal, anscheinend schießt er ja trotzdem Tore. Hat ja vorne und hinten getroffen. Dann scheint er ja ein Goalgetter zu sein, wa? Ja. Wo ist ja erstmal egal. Richtig. Und uns geht's ja nur drum, dass zumindest mal Tore geschossen werden. Der ging ja echt ins Nichts. Ja, übel. Aber irgendwie hat Köln auch nicht so eine ganz große defensive Abteilung. Offensive Abteilung. So, hast du einen Dauerauftrag eingerichtet auf den Viereckknopf oder was? Klar, der ist zugeklebt. Mit Tesa. Was? Woran hat's denn jetzt gescheitert? Abseits. Ist das Zauberwort. Da war doch kein Abseits. Nee, Paul. Da hätten sie mich auch durchrennen lassen können. Weil den hatte ich nun weiß Gott gehabt. Naja, ich finde das ganz gut so. Drück mal schön R1. Kannst du die Mauer vorrutschen. Ja, ja, genau. Ich kann sie auch einfach mit R2 oder mit den anderen Knöpfen wieder beiseite stellen. So, Freistoß macht natürlich der Stindl. Wenn schon, denn schon. Die Entfernung
Wieder was dazugelernt, Distanzschüsse Stindl eher nicht so. Na. Nicht abgepfiffen. Nicht abgepfiffen. Shit. Warum nimmt er den nicht direkt? Ja. Ich meine, müsste ich eigentlich den Ball gleich wieder wegnehmen hier? Das Problem, ja klar, kriegst du noch einen Freistoß oder was? Ach, der Binnenkurs ist ein auf Balljunge oder was? Ja, von der Größe her passt das. Der erste Balljunge in FIFA 15. Ich weiß nicht, indirekte Freistöße sind irgendwie ein mittelgroßes Problem. Ja. Ich habe auch nur einen Spieler da vorne drin und der soll es dann immer reißen gegen vier. Das hat er ja sehr erfolgreich gemacht. Wenn man ihm zugestehen muss. Ja, ist ja wieder was anderes im echten Leben als hier. Das ist ja zum Mäusemelken hier. Was wir hier zusammenspielen teilweise, das ist alles andere als schön anzusehen. Geprägt von Emotionen, dieses Spiel. Ach, dabei ist es nicht mein Derby oder so. Das ist ein Geschubse hier. Jetzt sehen wir die Ballbesitzstatistik. Nein. Völlig ausgeglichen. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist das zweite Mal heute. Leck mich, ohne Scheiß. Und auch noch die letzte Aktion. Ach, Mann. Oh, das hätte der Sieg sein können. Ja, der erste heute. stattdessen ist es das dritte 0-0 geworden. Ja. Ah, oh, Mann. Ey. Da habe ich aber nochmal Schwein gehabt jetzt. Ach, das wäre aber auch wieder nicht verdient gewesen. Ja, aber es wäre unerheblich gewesen. Du hättest dich deswegen nicht weniger gefreut. Alles klar. Gut, dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Einschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Es tut uns ein bisschen leid um die magere Ausbeute von Highlights, aber damit müssen wir jetzt einfach leben. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.